Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich habe ja was gefunden. Da wollte ich jetzt mal aufheben. Ne? Guck mal, jetzt wieder so eine Box, glaube ich. Ne? Verlorener Kleinlaster. Okay, nehme ich. Weiß nicht, sind das Schatztruhen? Ich glaube ja. Ne? Ich sollte mich mal umschauen auf Screen. So, wir machen heute in der Story weiter. Ich spiele jetzt so lange weiter, bis dieses blöde Batteriensystem hier. Also diese Batteriendinger hier, ne? Muss mal. Warum kann ich jetzt nicht da oben die Dinger, bis ich die Dinger ja benutzen kann, ne? Also die ganze Zeit auf dem Maximum zu sitzen und nicht ausgehen zu dürfen, ist blöd, ne? Deswegen, wir gehen jetzt ohne Umschweif hier direkt rein, ne? Machen die nächste Story-Mission und gucken wir mal. Ich habe ehrlich gesagt mal online nach und anscheinend tut man das nach dieser Hauptstory irgendwie freischalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau diese Mission ist oder die danach oder danach oder so, keine Ahnung, aber soll irgendwann in Kapitel 1 sein. Das heißt, ich muss noch ein bisschen spielen, ne? So, ist ja kein Problem, ist ja nur der fünfte Part heute. So, wir gehen jetzt einfach da rein. Eis, Ether, ah, sie ist schon dabei, alles klar. Probemodus. Okay, ja, ich sehe schon. Locked, what? Okay. Natürlich. Wollt, dass ich sie spiele, kein Problem. Ja. Aber bringt ja nichts, wenn ich irgendwie meine Batterien hier nicht hier benutzen kann, ne? Also genau das, was du machen muss bei Gacha spielen, ne? Das ist ja Verschwendung. Da werde ich wahrscheinlich auch eine ganze Woche erstmal wieder nichts aufnehmen von diesem Spiel. Ich jetzt so meine Charaktere die ganze Zeit hochleveln und so, ne? Aber ist auch genug. Ich habe jetzt für die ganze Woche hier, nächste Woche was aufgenommen. Schon krass. Das nur mal offen, das hat nicht so lange gedauert, ne? Weil ich bin schon eine ganze Weile Leute am Spielen. Wir haben noch Release-Tag, also gleich nicht mehr in 15 Minuten. Das wird auch die letzte Folge sein, die ich heute aufnehme, weil sonst ist das viel zu viel. Ich schrott schon wieder meine ganze Stimme hier. Ja, ich habe Stunden Pause gemacht dazwischen. Und dann habe ich meinen großen Auftritt. Ich habe mich zugehört, aber ist ja egal. So, wir hauen jetzt mal ein bisschen rein. デッドエンドブッチャーの具体的な位置はまだわからないの。2人とも気をつけてね。了解。じゃあ行動開始。グッドラック。グッドラック。 So. Okay. Dann habe ich nicht mehr gedrückt. So, what? が変化してる。みんな気をつけてね。さあ。警告。マジロス。バッ。直ちに回避してください。うわ。ビリーが言ってた化け物だ。しゅんしゃりがさ、ビビーン、あ、わ、けっ、にし。 Okay. Fahren wir fort. Warte. Wirklich alles hier? Ja, ne. So. Okay. Ich mache ein bisschen schneller mal hier, ne? Ist dann alles wieder ausläuft hier. Aber nennst du mich dann Meister? Ja, macht halt mal. Wenn du denkst, alles gut. Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, diese Level, wenn man nur Nekomata hier haben, ne? So, boom. Was ist das hier? Keine Ahnung. Kann aber schieben. Also.
Was? Das ist das Ding, was wir nicht erledigen sollen, ne? Von dem wir eigentlich rennen sollen, ne? Oder? Oh Mann. Haben wir wirklich ein Zeitlimit hier? Ich will da hin. Schwere Dinge ist da doch. Mach ich doch, versuche ich doch. Alle Truppmitglieder. Okay, ja. Ich brauche keine Heilung. Und da ist irgendwie ein Gegenstand, den wir bekommen. So. Ich muss das. Den Gegner da oben. Meister, du bist klein. Okay. Da muss ich mich vorbeischleichen. Ist das, was ihr mal sagen wollt? Mit Rückgang ein verlassener Zugwagen in einen bizarren Winkel. Ja, warte mal, irgendwie verstehe ich das jetzt nicht. Nekomata hat die drei ausgetrickst, um für sie das Ding zu suchen, ne? Jetzt sind die da hingegangen, so wie sie es will. Jetzt sind sie, ist sie zu uns gekommen und wir sollen die jetzt wieder retten, weil sie sich jetzt schlecht fühlt oder was? Immer noch genau das, was sie will, oder? Hm. Das klingt, als wäre es ein wichtiger Charakter. Ist das diese Maid? Ich hab. Ja, auch mit dem Unsinn. Bitte, bitte, Fräulein Zug. Können wir dir irgendwie helfen? Jesus, negativ. Ist das eine Anspielung an One Piece? Mein Name ist Gokus. Sternzeichen Fische, Blutgruppe A. Meine Hobbys sind. Darf ich den Typen klein. Darf ich den Typen zacken? Warum sehen wir dich nicht? あの子を助けてあげる。どうする？あの子を助けてあげる。クラ。助けたくっても、まず向こう側に行けないからな。無理なら今すぐ引き返して他のルートで行かないと計画の時間に間に合わないよ。あの勝手に君に寄って出ちゃってすみません。もしお二人を
車両の、こちら側までお招きできれば、そのまま調査員様について行ってもよろしいということでしょうか。いや、私たちがそっち側に行く方法もあるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに進みますので。下から来るのか？ん？ Die Animationen sind alle so hektisch, irgendwie habe ich so das Gefühl. Wir sind ein bisschen zu animiert, habe ich so das Gefühl. Bist du wirklich ein gewöhnliches Dienstmädchen? ビジネスを展開していまして、中にはホロー関連の業務もあるんです。そうだ、調査員様は先を追いすぎなんですよね。きっと道中お役に立ちますので、どうか私をホローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたから、 Solange sie nicht so viel redet, sie verlangt nicht viel. Na, ich habe gesagt, da würde ich irgendwie indirekt eine Komata mit beleidigen. Und das will ich nicht. Karin-chan,私たちについてきてもいいぞ。 Okay. Kein Grund für Drohungen. So. Ich meine, sie haben ja. Was geht? Zack. Ich kann mit jedem Angriff gedrückt halten. Ja. Habe ich von ihr eigentlich schon die Ultimate gesehen? Gott, ich nehme so viel Schaden. Ja. Ja, ich habe doch gedrückt. Irgendwie Energie, ich weiß halt nicht. Muss ich noch alles lernen, ja. Okay. Ich bin schon in dem Spiel gibt es irgendwie so einen Trainingsraum, wo man die Charaktere testen kann. Da würde ich mir aber Genshin auch wünschen. Mit einfach nur mal Kombos und so weiter alles ausprobieren kannst von den Charakteren.
Ihr seid super stark, ne? Da. Wie merkwürdig. Einfach weiter. So, 2000 habe ich, perfekt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hatten wir schon mal. Oh, das ist das zweite Ding gewesen. So, hier wird doch irgendwas sein, wenn hier ein Gegner ist, ne? Wir sind leider nur ein bisschen low in HP, ne? Und HP. Deswegen wird er vielleicht ein bisschen schwierig hier. Aber okay. Was haben wir diese ganzen Panty-Shots von dir? Das war ja im Status Bildschirm auch irgendwie. Da müssen wir schon wieder voll AP. Buah. Da kann ich ja jetzt gedrückt halten oder nicht? Ah. Tut mir leid, dass ich dich zacken muss. Oh. Also dieser Hai, bei dem ich am Dienst mag, dieses Hai-Mädchen hier. Ich glaube ja, ne? Ah, oh, nee, nicht schon wieder so was. Ah. Da, was soll sagen? Ja, jetzt hat sie wieder länger gedrückt. Oder bin ich mir nur ein? Ja. Ja, boah. Ja. Du warst tot. Ja, steck. Na. Boah. Okay. Ja, P sind ein bisschen niedrig, aber was soll's. Das ist doch bestimmt gelohnt, ne? Pass auf. Guck mal hier. Genau hier ist das letzte Ding. Die muss ich ja alle haben, ne? So, jetzt muss ich das da oben. Wie kann ich noch mal raussuchen? Nicht so weit anscheinend. So. Ja, meine Dinger. Jetzt kommt der Zug. Mach ich doch gerne. Karin, dort kommst du hinaus. Karin, Zenpouni Deguchi ga aru. Soko kara dereba daishou. Ja, Karin, oder Karin. Hontou desu ka? Deguchi ga mitsukattan desu ne. Yokatta. Ano, hontou ni arigatou gozaimashita. Also im Genshin Impact auch oft so Charaktere im Japanischen haben irgendwie andere Aussprachen als irgendwie im Englischen und Deutschen. Warum? Also
ポンプの捕虜調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか。今度従業員一同でお礼に伺いたいんです。 Kommst du vorbei, um uns zu danken? Darauf freue ich mich. Du bist nicht nach Hause gekommen mit der Gacha bisher. Coin verbirgt sich ernst vor Nikmata und dem Bangbo und verlässt dann die Höhle. Coin hat die Truppe verlassen. So. Ja, komm mal her. Oh mein Gott! Ich gehe rein. Ja, einer. So, Mut kommt aus Fähigkeit. In der Sackgasse Höhe, in einen Tunnel. お尻を列車のルーフに下たかに打ちました。この体、思ってたより不便だな。手が短いよ。落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛していました。いわく小さくてとても可愛い。普段は可愛くなくて悪かったね。この列車のメンテナンスハッチは 液体のような猫股でさえ通れないほど小さいですが、今や熟練の忍者がスイカを割るくらい簡単なはずです。あなたさまは世界の王。運転室に向かい。ウィザー君やべえ。緊急停止ボタンを押せば。なんか、あ、みんなビエストン消えてるのに気をつけ。 こんな格好をしなきゃならんとは。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて辛いんだ。おい、列車がルートを外れてると隊長が言ってるぞ。どういうことだ。この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。ニュースではそんなこと言ってなかったのに。ああ、隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、ハールマン長官に引き渡しますか。 今すぐ処理します。あ、マン。セリア。あ、ナイス。いや、クレア。こっちだ。ま、ここは私に任せて、先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。後でお店に行く。あ、もうなんか、何やつ。お兄ちゃん聞こえる？一体何があったの？ 何かがおかしい。今から店に戻るから、それまで待っててくれ。Okay。 Ja. Ausgezeichnet. お兄ちゃん、お帰りなさい。お兄ちゃんは休んでて、後で私がイアスの状態をチェックしとくから。 Gibt's jetzt Neues von Nikomata? Nikomata から連絡は。うん。多分まだホローの中にいると思う。キャロットがあるって言ってたけど、彼女は出口から離れたとこにいたし。でも悪い知らせばかりじゃないよ。さっきニュースで言ってたの。ビジョンは技術的な要因で爆破解体を明日の夜まで遅らせるって。 Da bin ich aber
そうだね。ビジョンは列車がルートを外れたことに気がついてたのに、メディアにそれを口外しなかった。一番怪しいのは爆薬を積んだ無人列車って言ってたのに、中は武装した兵士でいっぱいだったこと。 Die Leute sind der Sprengstoff. Die jagen sich alle in Luft. でこんな格好とか靴が合わないとか言ってたし、あんなの明らかに偽物じゃん。それに猫股はまだ何かを隠してる。戻ってきたら徹底的に問い詰めなきゃ。でも今から言うことを考えなくてもいいんじゃない。彼女が戻ってくるまで少し休みなよ。ボンプと接続して疲れたでしょ。 Okay, möchtest du dich nicht ein Nickerchen im Schlafzimmer machen, Weiß? Du bist bestimmt erschöpft, weil du diese Höhle erkundet hast. Keine Sorge, ich werde eine Komate im Auge behalten und dir sofort Bescheid geben, wenn, etwas tu wenn sich etwas tut. Okay. Oh, ich bin schon Level 11. Na gut, ich mache jetzt hier einfach weiter, bis hier was passiert wieder. Ah ja, hier habe ich gesehen, man kann die Musik, glaube ich, ändern. Neue Lieder hinzugefügt, also 60%. Kann ich random einfach machen? Hier gehen wir mal rein. Muss doch morgen ausruhen. Weiß ich ja. Nichts. Nichts Neues. So habe ich mich wieder weibliche Charakter mit ihren Schlafklamotten aussieht. Du ruhst dich ohne Unterbrechung aus, obwohl dein Körper auch als auch dein Geist sind ganz entspannt. Hallo Chef der Videothek. Guten Tag, Mr. Tin. Chef, eigentlich wollte ich dir ja heute mitteilen, dass das Café wieder geöffnet hat und dich einladen, deine neuen Produkte auszuprobieren, aber jetzt bereits mir etwas Kopfschmerzen. Brauchst du meine Hilfe mit irgendwas? Stimmt, die Ursache dieses Vorfalls hängt mit der Höhe Investigations-Assoziation zusammen. Sie hat mich vorher kontaktieren und gesagt, dass sie Kaffee für Rekrutierungsaktionen für VR-Spiele mieten wollen. Ich habe zurückgeschrieben, weil die Wiedereröffnung gerade rechtzeitig sein sollte. Ja, okay. Oh nein, mein Land ist nur ein gewöhnlicher Laden an einer Straßenecke, wo nichts Dramatisches passiert. Ich weiß manchmal, warum hier manchmal nicht Text kommt. Ich habe erst heute herausgefunden, dass sie dieses Kaffee als Veranstaltungswort gewählt haben, weil sie diese VR-Spieler eine Art von Aberglauben teilen oder eine Art urbane Legende. Kurz gesagt, sie glauben, dass das Trinken von Kaffee von Spielen eines VR-Spiels ihre Fähigkeit verbessert. Klingt nach einer guten Sache. Das ist wahr. Das Problem ist allerdings, dass all diese Spiele Kaffee wollen, bevor sie zur HIA gehen und es spielen. Da muss ich irgendwie hin, um dann alles freizuschalten hier, um meine Batterien und so verbrauchen zu können. Wir haben gerade erst geöffnet und ich kann mit diesem jetzt plötzlichen Kundenansturm nicht Schritt halten. Sie hat etwas ausfallen, wenn du hier eine Weile für mich arbeitest. Kein Problem. Willst du mithelfen? Wunderbar. Dann warte ich am Eingang des Cafés auf dich. Vielen Dank. Alles klar. Ich denke, Martin noch nicht gemeldet hat und es mich nervös macht, zu Hause tatenlos rumzusitzen, soll ich zuerst Meister Tin helfen. Aber Kaffee trinken verbessert deine Leistung im VR-Kämpfen. Echt jetzt? Das wäre doch dann gut, ne? So, hier war der, ne? Auskündigen, ja, nachgucken, ob es hier irgendwie Schatztruhen gibt. Also, wow, weiter gesagt, jetzt ein Ansturm, ne? An Kaffee trinken verbessert die Leistung im VR-Kampf. Woher kommt eigentlich diese seltsame Idee? Verkaufst du, sag mir nicht, dass du deshalb das Café gemietet hast. Ja, wie konntest du das so schnell zugeben, gute Dame? Ich muss dich daran erinnern, dass du in dieser vorigen Vorstellung über die Auktionsumfang nicht darauf hingewiesen hast. Nur ein Scherz, ich habe es selbst erst bemerkt, als ich die Leute in die Schlange darüber reden hörte. Das ist wohl, was man Urban-Mysterien nennt. Unerklärlich entstanden, unerklärlich verbreitet und unerklärlich populär geworden. Ich habe schon so viele Werbungsveranstaltungen organisiert, aber so viele Teilnehmer habe ich noch nie gehabt. Aber so viele Teilnehmer hatte ich noch nie. Was? Ich dachte, egal. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Meister Tin, ich bin da.
Oh, Chef, du bist es. Wow, das ist der Eisfeld-Verkäufer, den du eingestellt hast. Er sieht ziemlich kompetent aus. Chef, tut mir so leid. Nach Ladeneröffnung kann ich dich nicht einmal bedienen und mich und muss dich wieder um Hilfe bitten. Kein Problem, es ist nicht dringend. Okay, vielen lieben Dank. Also, ich bediene die Gäste, die bereits hier sitzen. Chef, bitte hilf mir mit dem breiten. Hilf mir, dem zubereitenden Kaffee an die Gäste in der Warteschlange dort drüben zu verteilen. Okay, kein Problem, lass das Bier. Bist du ein netter Mensch, da zähle ich auf dich. Du hast den Kaffee von Meister Ting geholt. Bring ihn schnell zu den Kunden, die in Schlange für ihr VR-Spiel stehen. Okay, boom, nimm das. Das ist Meister Tins Spezial. Ah, wirklich, sobald der Kaffee meinen Lippen berührt, scheint sich das alles von meinen Augen zu verändern. Echt? Glaubst du nicht? Ich empfehle dir sehr, es auszuprobieren. Der Effekt ist ziemlich deutlich. Jetzt, wo ich Meister Tins Spezial runtergestürzt habe, stimme ich in die Highscore-Liste. Trotzdem stehst du noch hier. Ah, das ist mein Espresso, danke. Die coole Uniform, finde ich. Eigentlich denke ich, selbst ohne irgendwelche Mystikreien wissenschaftlich zu betrachten, kann Espresso am besten die Konzentration fördern. Das klingt sehr fundiert. Nachdem ich einen derart bitteren Kaffee getrunken habe, bin ich nicht mehr imstande, mich meinen Tagträumerei hinzugeben. Oh, du meinst halt so den Geschmack. Hm. Ich dachte, ich habe mit dem eingeredet. Oh, ist der Kaffee fertig? Danke für das Servieren. Wie hat er geschmeckt? Doch, es ist nicht so süß, wie ich es mir gewünscht habe, aber überraschend lecker. Und er verleiht ein erfrischendes Gefühl. Die sogenannte Kaffeemystik. Vielleicht ist dieses Gefühl gemeint. Okay. So, fertig. Ach, du warst hier. Oh. Schon fertig mit den Ausliefern des Kaffees? Vielen Dank, Chef. Weil ich habe doch. Ich muss ja mal erst gucken, wer da steht hier, wer da redet. Ey. Wenn du noch Kaffee ist, dann kann ich dich jetzt bedienen. Halt, bitte warte. Ich habe dich gerade beobachtet, dass du den Kaffee gebracht hast. Du wirkst sehr geschickt und hast ein gutes Gedächtnis. Ich bin mir sicher, dass du VR-Spielen gut absteigen würdest. Nun, da schon den Kaffee geliefert hast, könntest du vielleicht auch das Heldentraining der Assoziation Hollow Rider ausprobieren. Es ist ein VR-Spiel, das du auf Basis echter Ermittlungsdaten und Kampftrainingsverfahren für Höhlenermittler entwickelt wurde. Es ermöglicht den Spielern spannende Kämpfe gegen Höhlengegner in einer virtuellen Realität zu erleben. Ich glaube, das ist das, wo man Zeugs farmen kann. Ich habe es eigentlich auch schon mal in echt erlebt. Frau Pomodrin, der Chef war nun so lange beschäftigt. Wir sollten jetzt nicht noch Kaffee trinken lassen, sodass er sich etwas entspannen kann. Falls der Chef sich für eure Spiele interessiert, dann könnte er sich doch auch selbst so hier gehen, oder? Selbstverständlich. Am besten wäre es aber, wenn er heute hingeht. Heute läuft unsere Rekrutierungsaktion. Perfekt. Oh, die Ziellinie heute. 5 Folgen aufgenommen. Falls der Chef nach dem Kaffee trinken noch Zeit hat, kann er herzlich dazu eingeladen sein, beim Club der HIA vorbeizuschauen und Hollow Rider auszuprobieren. Wenn man spielt, nachdem man Kaffee getrunken hat, liest man sogar einen Kaffeebonus. Heute lade ich dich ein, Chef. Was auch immer du trinken möchtest, bestell einfach. Ich werde dich im Laden erwarten. Dann gehe ich mit den neu regulierten Spielern zuerst zum Club der HIA. Chef, wenn du danach, wenn ihr danach ist, dann komm unbedingt bei uns zum Spielen vorbei. So, Kopfkaff freigeschaltet. Ein Getränk kaufen. Das Trinken von Kaffee lädt die Batterieaufladung auf und gewährt beim Bonus auf die Effizienz bei den Beschaffung bestimmter Materialien erhöht. Aber ich habe da schon Maximum. Hier, da kannst du deine Freizeit herkommen und einen Kaffee stellen. Auf der Kaffeemenü kannst du den Effekt jetzt Kaffee sehen. Aber wenn das so wie in Genshin und in Honkai ist, dann geht das über das Maximum hinaus, ne? Ich muss sogar jetzt. Ah. Warte mal, man kann dann einmal pro Tag seine Energie auffüllen? Das ist doch voll broken. Okay. Und das hat einfach nur. Er hat den Mild aktiviert. Heute für Durchbruch Effizienz erhöht sich um 100% wirksam beim Kampfsimulator für Gegnerkarte 1. Okay, so ich dachte, er hat gelesen. Das Ganze nun zum Rekrutierungstyp der Höheninvestigationsassoziation fahren. So, ja, jetzt habe ich 300. Alles klar. Ich habe irgendwas hier. Ach ja, hier glaube ich, ne? Da stand, glaube ich, irgendwie was von Kaffee trinken, ne? Perfekt.
Und ich habe ja wieder ein Level, ne? Also kriege ich wieder hier. Boom. Boah, in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge werde ich so viele Sachen haben wahrscheinlich, ne? So, war schon wieder so eine. Sind einfach ja so platziert, so random, füllen sie sich immer wieder auf. Hat ja echt irgendwie so von Persona irgendwie, ne? Wo du irgendwie so eine Ort hast, wo du rumlaufen kannst und so, ne? Und du in Persona hast du, glaube ich, auch irgendwie so einen Kaffeeladen, ne? Gearbeitet im fünften. Im fünften Teil, ne? Ich habe mir nur ein bisschen von so einem Let's Play mal angeschaut damals. Gehst du mit verschiedenen Gegenständen? Uns fehlt im Moment nichts im Leben. Hallo? Wie heißt mit Filmrollen jetzt für Gatchan? Hallo? Es fehlt hier nichts im Leben. Sind wir weniger reden? So, ich glaube, ab hier kann man dann endlich mal Zeugs grinden. Jetzt kann endlich meine Energie hier verballern und dann heute auf Feierabend machen. Wer seid ihr? Ich bin der Chef der Videothek. Du bist wirklich gekommen. Hast du den Kampf getrunken? Ja, habe ich, aber sehr gut. Scheint mehr Interesse zu haben, als ich dachte. Das ist großartig. Ich wusste auch, dass ich mich nicht getäuscht habe. Melde dich an der Rezeption, dann kannst du von unseren Assoziationen entwickeln VR-Spiel ausprobieren. Denk an unseren Slogan, Hollow Rider. Was? Hollow Rider, und die nächste Zelle lautet Herausforderung annehmen. Leicht zu merken, oder? Also gut, ich muss jetzt die Belohnung vorbereiten. Falls du es ausprobieren willst, geh zu Fräulein Bertha in der Rezeption. Das ist die mit den roten Haaren. Okay. Was haben wir hier noch? Hätte ausgehen mit den ganzen Leuten mal reden. Bertha. Hallo, willkommen im Rekrutierungsclub der Höhlen. Die Höhlen ist die Reaktionsabteilung für Höhlenkatastrophen und Neorido zuständig für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Höhlen und Höhlenkatastrophen. Da wir in Neorido bei den Höhlen an der vordersten Front stehen, haben wir die Aufgabe, die Höhle zu erkunden und die Mission uns ihnen zu stellen. Der Rekrutierungsclub der Assoziation freut sich immer über die Bürger, über die Assoziation kennenzulernen, die Mitglieder werden oder Aufträge erteilen wollen. Ich bin wegen der VR-Demo hier. Gut, dann stehe ich in der VR-Demo Aktion vor. Der Club veranstaltet gerade eine Rekrutierungsaktion, bei dem die VR-Trainingsausrüstung des Clubs zum Ausprobieren des von der Assoziation entwickelten VR-Spiels Hollow Rider nutzen kannst, bei denen es um Kämpfe in Höhlen geht. Wer an der Demo der Aktion teilnimmt, hat die Chance, von der Assoziation eine kostenlose tragbare VR-Testmaschine für zu Hause zu halten. Wenn du die VR-Trainingsausrüstung des Clubs benutzt, sammelt die Ausrüstung deine Trainingsdaten zur Analyse und Optimierung des Trainingsprogramms. Alle Daten werden anonym gespeichert und Informationen zur Identifizierung nicht aufgezeichnet. Natürlich erhältst du ein Dankeschön dafür, dass du die Assoziation unterstützt und dir geholfen hast. Bei jeder Live-Kampfübung eine entsprechende Belohnung von der Assoziation. Bist du jetzt VR-Trainer? Ja. Ja. Gott. In Agentenbeförderung zu gehen. Okay. Durchbruch. Muss eine Truppe mit Gegnerkarten zusammenstellen. Okay. Hier kommt die Gegnerkarten, die du bereits besitzt sehen. Hier sind die Gegnerkarten, die sich bereits in der Aufstellung befindet. Können ihr ja, wieso muss ich Gegnerkarten? Okay. Okay, je mehr ich da reinpacke, desto ja, da unten sehe ich, wie viele ich bekomme. Okay, 60. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich hier gerade brauche. Ab. Warum steht der ab? Also hat ja jeden Tag ist das irgendwie anders. Natürlich, ich habe gerade 60 Übungen Durchbruch. Ich glaube, genau. Es gibt so 5 verschiedene Rollen hier für jeden Charakter. Ne? Attacke, Durchbruch. Ich glaube, Dings ist Durchbruch hier. Anbi, ne?
Ich habe viele Support-Charaktere, also soll ich hier Support wahrscheinlich machen, ne? Hm. Ah. Konfiguration speichern, weiter. So, ich hoffe, ich bin jetzt aber links reingegangen, ne? So, ich weiß nicht, wie schwer es ist, deswegen nehme ich mal... Ich glaube, sie ist Durchbruch, ne? Das sieht man irgendwie an diesen... an den Zeichen unten links. Sie hat so einen Hammer irgendwie als Zeichen, ne? Da hier, sie hat zum Beispiel diese Schneeflocke, das und so eine Knarre, ich glaube, das ist für Support. Sie hat so Blitze und so einen Hammer, das ist Durchbruch, glaube ich. Was ist das hier? Hm. Heißt das, wenn ich irgendwie bestimmt Charaktere irgendwie mitnehme? Eine andere Figur der Truppe selber Attribute oder dieselbe Funktion wie dieser Figur hat. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, machen wir halt so. Sie kriegen Bonus, weil die ja der gleichen Fraktion angehören. Das ist doch nicht schlecht. Ich wünschte, so was gäbe es in Honkai Star Rail. So, wow, was seid ihr für Leute? Sind jetzt voll schwer? Wahrscheinlich, ne? Weil sie kann ja einen Dreieckangriff einsetzen. Oh Gott. Ich habe mich auf die festgelegten Schwierigkeitsgrad haben. Story hat doch definitiv einen festgelegten Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott. Ich kämpfe ja direkt gegen Gegner, die ich noch nicht gesehen habe. So, erstmal war ich fertig. Okay, da war gut, Simon. Ah, sie hat irgendwie so Kugeln hier. Da war einigen Charakteren, ja. Sie hat zum Beispiel unter ihrem Porträt hat sie so Kugeln. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Mein Gott, ey. Ich habe ja wahrscheinlich auch voll die schwierige Konstellation gemacht, ne? Weil ich alle drei da reingepackt habe, ne? Aber egal. Ja, da natürlich aber auch 60 Dinger auf einmal verballern, ne? Von der Batterie. Ah. Mein Gott. Also ein bisschen stärker geworden bin, ey. Dann hab ich euch alle weg. Na, ins Gesicht. Ja, komm her. So. Oh mein Gott. Okay, trotzdem S, okay. Und schon wieder ein Level abbekommen. So. Okay. Abschließen. Ich glaube, ich habe jetzt Materialien bekommen, um hier Anbieter über Level 10 zu bringen. Wir kommen zurück in der Wirklichkeit. Wie fandest du es? Recht gut. Etwas schwer. Wir freuen uns, dass du es dir gefallen hat. Falls du dich für die Arbeit in Höhlen interessiert, schau die Aktion der Investigationsassoziation genauer an. Ist es die Belohnung für den Club für die Spieler? Bereithält, die das Level abschließen. Sie wurden von den Spielern sehr gelobt und sie sollen helfen, die Kampfleistung zu verbessern. Nicht nur die Spieler des Clubs, sondern auch die professionellen Ermittler nutzen diese Aufzeichnung für ihr Training. Wird das Spielen die Punktzahl deutlich? Du bist ein sehr engagierter Gamer und ich bin mir sicher, dass diese Trainingsaufzeichnungen sehr hilfreich sein könnten. Falls du allerdings auch Interesse an die Höhenforschung hast, gibt es hier Anmeldeformular der hier A. Das ist nicht nötig. Die Trainingsaufzeichnung von Ermittlern, das ist gut, aber sicherheitshalber sollte man nicht zu viel Interesse dafür zeigen. Es wird kein Problem sein, sich hier anzusehen. Okay. Also, wo ist das? Meister, Sie sind die Infos zur Agentenverstärkung.
Fritz erstmal als Menü zum Hochstufen des Agenten. Hör jetzt nicht die Agentenstufe bis zur Höchststufe. Warum wollt ihr mich die ganze Zeit dazu bringen, an wie hoch zu leveln? So, ich habe jetzt, wie konnte man das noch mal nachgucken? Forscher zur Beförderung. So, hier diese Dinger, ne? Verlorene Sachen der Katzen habe ich doch. Ich habe, sieht man, wie viel ich davon habe. Ich habe 24. Ja, das, wenn ich sie jetzt hier mit Hochlevel, ne? Auf Level 10, ne? Dann kann ich sie jetzt befördern, ne? Ja. Sie ist jetzt auf Level 10 von 20 ausgezeichnet. Und da oben sehe ich irgendwie, ah, ich habe so eine Kassette bekommen. Wow, Master Kassette. Ich sollte vielleicht mit einigen Charakteren machen. Hallo, ist mit der Belohnung irgendwas nicht in Ordnung? Alles gut. Gut, danke, dass du die Assoziation. Hey, Moment bitte. Glückwunsch, du bist ja auch 1024. Spieler, der das Kampflevel abgeschlossen hat und der jetzt vom Club eine tragbare VR-Tastmaschine für zu Hause. Wieso 1024? Ich verstehe es auch nicht ganz, aber meine Schwester meinte, dass es eine runde Zahl wäre. Tut mir leid, aber ich hoffe, du verstehst, dass ich dir keine professionelle Antwort geben kann. Mit der tragbaren VR-Testmaschine von zu Hause kannst du jederzeit bequem von zu Hause in den Kampfspaß von Höhenmetern erleben und dein Kampfniveau trainieren. Erwarte, dass du keine Belohnung für die Kämpfe zu Hause mit der Testmaschine erhältst. Auch kann ich da echt Gegner Charaktere testen. Wenn ich die Kampfbelohnung erhältst, geh zum Club und nehme den Club-Ausrüstung live teil. Verstanden, ich spiele das nächste Mal. Okay. Gut, ich habe schon die neue Aktion der MWS ausgesehen. Alles klar. Also ich habe mehr oder weniger als das Grinden hier freigeschaltet. So, was ist das? Rido Funz? Was ist das denn jetzt auf einmal? Oh Gott, was? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist der Battle Pass oder was? Also das habe ich noch nicht. Für insgesamt Signal suchen durch, perfekt. Ja, da ist der Battle Pass, alles klar. Aufzeichnung. Mein Gott, alle Gacha Games haben irgendwie das gleiche Ding, ja, habe ich wieder gefühlt, das gleiche Layout habe ich so. Mein Honka Impact war das sowas von unübersichtlich, weil da schon so viele Sachen waren. Da gab es so viele Währungen und so, ich kam da gar nicht klar. So, geht's mir ja klar und schieße einmal die Kampfsimulation ab. So, was? Pflege einen Intelligenten, okay. So, für einmal eine beliebige W-Motor-Modifikation durch. Heißt, ich muss einen W-Motor hier auch hochleveln. Habe ich das schon? Viele Dinge habe ich. Ah, das habe ich noch nie, das reicht nie im Leben. Außer ich tue jetzt alle meine Charaktere hochleveln. Aber da warten wir noch ein bisschen. Ne? Okay. Was machen wir denn noch so? Habe ich noch mehr Dings hier? Durchbruchcharaktere? Nö. Ich habe Attacken und Supportcharaktere. Ich nehme an, man kann Dings auch hier freischalten, ne? Was ist denn noch so ab? Ich soll natürlich hier Agentenbeförderung. Aber jetzt ist nicht mal ab. Was? Machen wir einfach nur, weil. Okay. Ist ja jetzt einfach nicht ab hier gewesen, weil. Ah, da oben kann man die Stufe erhöhen, alles klar. Ist jetzt einfach nicht ab gewesen, weil halt hier. Wegen dem Tutorial oder was? Na gut, dann fokussieren wir uns mal darauf, hier alle Charaktere erstmal hochzuleveln, ne? So, Anbi, sie ist 10 von 20. So, wir brauchen Support. Definitiv Support für die beiden Charaktere. Wenn ich das
richtig anstelle, dann kriege ich noch ein paar Tickets hier, ein paar Kassetten hier zum Gatschern. Ne? So, ich brauche Support. So, genau so machen wir, ne? Stämmiger Peinigen. Das müssen wir ja machen, ne? Und dann gehen wir. Ne, tun wir die erstmal hochleveln. Genau, weiter mit dem Charakter, ne? So, dann gehen wir jetzt noch mal rein, ne? Wir gucken uns das mal alles an. Ich muss sowieso irgendwie Zeit irgendwas hier totschlagen, ne? Nächsten 10 Minuten, 9 Minuten. Oh, eher. So, du musst jetzt halt stärker sein, ein bisschen, ne? So, also du bist dann nächsten Fall, weil ich definitiv alle Charaktere hier. Mein Gott. Mein Gott, Leute, hört ja auf mit den Angriffen. Ja, bis zur nächsten Folge, weil ich alle Charaktere schon über Level 10 haben, ne? Und hier wahrscheinlich hier schon Sachen gelevelt haben. Ich schieße in den Hintern, ja. In den Hintern. Nein, ich will zu links wechseln. Mein Gott. Ey, ich kann mich nicht auf einen konzentrieren und dann der andere. Ich konzentriere mich auf den anderen. Der andere ballert mich einfach nieder die ganze Zeit. So, ich muss mal kurz lernen, wenn ich nach rechts drücke, dann, ja, dann gehe ich zur so auf rechten Seite. Ja, ist klar. Jetzt Showtime. Natürlich wird der Typ mit der roten Jacke jetzt Showtime sagen. Genau wie Dante aus Devil May Cry. 1,52. Mein Gott, kriege ich viele Erfahrungspunkte durch. Okay. Gut. So, dann nehmen wir unsere nächsten Charaktere über Level 10. Gott, dann werde ich auch voll hochgelevelt sein beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme. So, da kommt ihr beiden als nächstes dran, ne? Ja. So, dann kriege ich für ihr auch wieder eine Kassette. Da ist auch wieder alle 20 Level, ne? Level 60 ist bisher das Maximum, aber so wie das Spiel ausgelegt ist, habe ich so das Gefühl, da wird noch irgendwas angehoben. Was kriegen wir denn alles? LP, Verteidigung, ja, einfach alles. So, wen noch? Dann nehmen wir sie. Sie müssen wir aber erst auf Dings. Sie ist Attacke. Und er auch. Ja, das ist eigentlich am besten, ne? Ich finde eigentlich keinen Grund, hier nicht die Charaktere erstmal auf über zu leveln, ne? Also wir sollen noch nicht so viele Charaktere. So, und ich nehme an, das hier sind hier, um die W-Motoren hier hoch zu leveln. Warte mal, kann ich eigentlich auch machen. Nur, was muss ich da machen? Was muss ich denn da achten dann? Welchen tue ich denn hochleveln? Den hier? Was muss ich denn darauf achten? Support, nehme ich an, ne? Machen wir das mal. Ne? Wenn ich das verstanden habe. Ich kann auch drei Sachen machen. Anomalie, Durchbruch, Support war das, ne? Ja. So, dann gehen wir mal mit meinen stärkeren Charakteren jetzt hier rein, ne?
theoretisch stärker sein müssen. Ja. Dieser Kampf müsste jetzt eigentlich einfacher sein, theoretisch. Ja, gucken wir mal. Da kommt er. Mein Gott, da mit dem Blocken. Oh Gott, oh Gott. Das wäre schon schwieriger, einfach auszuweichen. Ja, ist aber blöd, ich gehe auf einen Gegner los und der andere ballert mich die ganze Zeit kaputt. Habe ich mir einen Paddel kaputt. Oh mein Gott. Ey, ich kann nicht auf einen gehen, weil der andere dann direkt auf mich ballert. Okay, machen wir jetzt Schaden. Ah, komm her. Ich denke einfach. Kannst du mal aufhören, auf mich zu ballern die ganze Zeit, ey? Ich gehe die ganze Zeit auf deinen Kollegen los, ne? Der ballert mich hier die ganze Zeit kaputt. Geh auch geflasht sein. Und euch beide hier kaputt. Da, seid alle am einen Ort. Da. Shattered. Kann ich wiederholt mit den. Eine haben wir schon gesehen. Klatsch, 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 klatsch. Bock. Oha. Oh, Leute. Okay. Sehr gut. Kampfsystem ist echt wie in Honkai Impact 3. Typisches Gacha-Kampfsystem, nenne ich das. So. Ich nehme mal mit den Dingen können wir jetzt unsere Waffen hochleveln, ne? So. Zeig mal. Also ja. So, jetzt habe ich das. Also da ist der Battle Pass, ne? So. Unser Ding ist gelevelt, ne? Ist eigentlich genauso gleich alles, ja. Lager war das, ne? So, jetzt haben wir das hier. Jetzt nehmen wir an, können wir das hier hochleveln, ne? Ja. Ja, beim ersten Hochleveln ist natürlich alles hier voll wenig, ne? Weil hier noch die niedrigen Level sind, ne? So, jetzt haben wir hier das, ne? Attack-Komponente. Und jetzt haben wir wieder hier was, ne? Das ist wieder nächste Level. So. Okay. Was ist das? Sternlicht-Engine. Oh. Ist ein Dings, eine Waffe? So. Was brauchen wir noch? Ich soll das lieber so machen. Es gibt ja nur so weniger als 20 Charaktere bisher, ne? Soll ich mich erstmal darauf fokussieren? Ja, sie ist die, ne? Sie ist die andere Maid, von der sie geredet hat, ne? Dann war Support, Attacke. Habe ich nicht gerade Attacke gelevelt? Habe ich nicht gerade Attacke Ressourcen? Ne? Wie viele brauchst du denn? Automatisch hinzufügen. Ja, noch genug. Noch habe ich genug. Ne? Ist halt später, wenn das hier wieder alles hier knapp wird. Ne? So, dann gehen wir mal hier noch rein. Tun wir Attacke. Ne? Ich meine, hier ist alles Erfahrungspunkte, ne? Geld, Erfahrungspunkte und Waffenerfahrungspunkte, ne? Was ist da unten? Wir brauchen Betrieb und Belohnung erhalten. Okay.
Okay, Agentenbeförderung. Dann machen wir noch mal Attacke, Anomalie und Defensive. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Charaktere meine ich. Sage ich nicht so schlecht ist, dann halt, brauche ich halt nicht eine Sache weniger. Brauche ich eine Sache weniger farmen. Ich hätte vielleicht gucken sollen, ob ich nur eine Waffe hier vielleicht hochleveln kann. Ach, aber egal. So, das Zeug, das mache ich natürlich jetzt hier alles immer offscreen, ne? Ich werde hier noch einmal zeigen, ne? Damit wir halt mal zum ersten Mal sehen. Ja, ich glaube, diese ganzen Meldungen kommen, wenn ich die Gegner zum ersten Mal sehe, ne? Master. Hey, es geht nicht. Na, guck mal, das ist ja viel einfacher. Guck mal, der Kampf ist schon viel einfacher. Wenn jetzt so starke Charaktere. Boom. Guck mal. Und du musst also 60 Dinge auf einmal verballern. Ja, voll ruckzuck. Ach, da ist die Sekunden nicht, die da angezeigt werden. Ich wollte schon sagen, was soll diese Nummer die ganze Zeit? So, dann. Ich glaube, ich genug Sachen, um alle hier alle meine Charaktere hier hochzuleveln, ne? So, wer ist noch nicht hochgelevelt, ne? Ich tue jetzt hier auf jeden Fall alle Charaktere über Level 10 schon mal. So. Fördern. Mein Dingens. So, Support müsste ich noch genug haben, ne? Nehme ich an. Ja. Fördert. Wo sie ist ein S-Charakter, sie braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? So, muss auch befördert. Erfahrungspunkte habe ich noch genug. Obwohl, die werden langsam weniger. Aber ist ja nicht schlimm, ne? So. Ne, ich habe noch genug. Mit dem Blauen habe ich noch genug. So, jetzt habe ich den Charakter, den ich habe, hochlevelt. Jetzt weiß ich nicht, was ich noch leveln soll davon. Ja, vielleicht kriege ich jetzt einen neuen Charakter. So, auf Level 15. Kriege ich zwei von denen, ja. Reicht nur Level 15? Ich glaube nicht, ne? Einsammeln. Oh Gott, kann man nicht alles einsammeln? Ätherbatterie. Wie viel habe ich? 14. Mein Gott. Na gut, selbst also wenn ich jetzt hier reingehe. Was kann ich denn noch machen? Ich kann die Waffen der Charaktere hochleveln, ne? Aber ich muss ja auch noch hochleveln. So, was war das? Das letzte Ding werde ich auf Screen ausgeben, ne? So. Und bis zum nächsten Mal Aufnahme habe ich ja schon wieder hier Dings bekommen hier, ne? Hier wieder neue Dinger, ne? Weil ich hier, weil halt hier schon wieder neue Dinger bekommen habe, ne? Oder hier Level 15. Ja, warte mal, Level 15, boah. War so knapp. Da könnte ich noch mal, boah. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich? Ich werde nie im Leben 1200 bekommen. Ja. Dreck. Egal. So, dann würde ich sagen, wir schließen das hier ab mit einer letzten Gacha-Ziehung, einer letzten Gacha-10er-Ziehung, ja, ne? Und dann guck mal, was wir noch bekommen. Vielleicht kriegen wir noch einen neuen Charakter. In 58 Suchen kriege ich einen garantierten S-Rang-Charakter anscheinend. Oder hat resettet, nachdem ich hier die andere Might bekommen habe? Ich weiß es nicht. So, es gibt noch 2-4 Sterne Charaktere, die ich gerne hätte. Und natürlich hier eine Nekomata. Aber guck mal, ich habe echt gedacht, wir kriegen einen Charakter hier gratis, wenn wir hier irgendwie. Wenn wir hier, weiß nicht. Wenn wir die etwas weniger kostspieligere Standard-Gacha abgeschlossen haben. Aber nee.
Erst wenn ich die drei Nationen mache, das wird ewig dauern. Obwohl wir kriegen eine Menge von diesen Dingern, aber trotzdem, das wird ewig dauern. So, guck mal, was wir ja noch bekommen, ne? Zwei Charaktere hätte ich noch gerne von den 4-Sterne-Charakteren. Und ich hoffe, vielleicht kriege ich einen von denen noch, ne? Das wäre richtig cool. Aber nicht, was soll's, ne? So, 3, 2, 1. Bada bim, bada bum. Give me something good to eat. So, eine Sache. Verdammt. Ja. Aber wenn es die richtige ist, wäre es nicht schlecht. Ich bin die ganze Zeit so GLaDOS hier. Cubes hier. So GLaDOS-Bälle meine ich. Das ist so dramatisch. Na, ah, Regenwaldgummi. Ich krieg ja Waffen, aber keine Charaktere. Boah. Das ist immer die traurigste gerade schon, wenn man nur Waffen kriegt. Hm. Na gut, aber was soll's. Dann tun wir eben unsere Charaktere, die wir hier haben, alle erstmal alle weiter leveln und so, ne? Und ausbauen. Und ja, gucken wir mal. Wie ist das eigentlich hier mit den Charakteren, mit den Skills und so? Jede Fähigkeiten, wie tut man die hier hochleveln? Ach so, da, aber da muss man erstmal da Agentenstufe 15 muss man. Okay, dann brauche ich gar nicht Talentsachen hier. Ne, weil das da unten. Expertenherausforderung. Uah. Okay. Na gut, dann war's das für heute. Oh mein Gott. 5 Folgen heute aufgenommen von dem Spiel. Und ja, ich werde mir das Spiel natürlich noch weiter hier einverleiben auf Screen und ein bisschen grinden und all sowas, ne? Und mich dann für die nächste Aufnahme vorbereiten, die erst wahrscheinlich eine Woche kommen wird. In der Zwischenzeit werde ich hier meine ganzen Dailies machen und so. Ne, ich weiß gar nicht, ob es hier Dailies gibt oder so. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Man kann ja irgendwie nur seine Energie verballern, ne? Was ja eigentlich, was mir eigentlich gerecht kommt, ne? Dann heißt das Spiel kostet nicht so viel Zeit pro Tag, ne? So wie Honkai Star Rail, ne? Honkai Star Rail, da muss auch nur. So, was will ich heute farmen? Autokampf, 10 Minuten erledigt, ne? Genshin ist immer das Schlimmste. Genshin dauert immer am längsten, ne? Weil irgendwie Erze und so was alles am Farm ist und so. Aber da dauert das auch bald nicht mehr lange, weil ich gehe da mal mit Charakteren rein, deren Freundschaft ich hier hochlevel, und die sind meistens immer schwächer. Aber da nähere ich mich langsam so den Ende. Und dann kann ich, sobald ich mit der Friendship Grinding hier fertig bin, kann ich einfach loslegen mit all meinen stärksten Charakteren. Dann heißt, die ganzen Dailies, die werden noch einfacher jetzt hier von dann gehen, ne? So. Gut. Gut, dann werde ich hier offscreen immer meine Runden drehen, ne? Meine Energie verballern, meine Charaktere hochleveln, was weiß ich nicht alles. Und beim nächsten Mal dürfte ich dann noch ein bisschen vertrauter sein mit dem Spiel, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt kommt gut an. Zu dem Zeitpunkt, wo ich hier spiele, habe ich noch kein einziges Video hochgeladen. Boah, man sieht vielleicht, dass ich erschöpft bin, ne? Aber ich hoffe, das Spiel kommt halbwegs gut an und ihr mögt es und habt Spaß zuzuschauen. Mir gefällt es. Sehr guter erster Eindruck, finde ich. Aber es ist noch in der Babyphase dieses Spiel. Von daher kann ich noch nicht viel hier sagen. Ne? Aber ich bin sehr offen. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.